hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Vampire Survivors. Ja, mal eine kleine etwas andere Ansicht, denn ich habe etwas erstellt, und zwar eine Excel-Tabelle. Das mache ich nur für Spiele, die ich eigentlich ziemlich geil finde und ins Detail zerlege. Das mache ich eigentlich immer so, außer jetzt bei solchen Spielen wie Age of Empires oder anderem. Aber sowas wie Factorio habe ich ja komplett in der Excel-Liste zerlegt, sowas wie Anno 1800 in der Excel-Liste zerlegt und so weiter. Ja, es gibt ganz viele Beispiele, die ich habe. Und die Sachen, die ich dann in diese Statistiken und sowas hier mit einbinde oder sowas, auch wie Dark Souls und sowas, wo ich überall alles dazu schreibe, was mir irgendwie einfällt oder ich behalten will oder wichtig finde und sonst was, das mache ich. Und zum einen haben wir hier jetzt das für Vampire Survivors, habe ich jetzt einmal etwas erstellt, das werde ich auch aktiv nebenbei weiterführen und wenn irgendwas Relevantes ist oder ich irgendeine neue Wichtigkeit habe, werde ich es das auch in irgendeiner Form quasi entweder über Twitter oder wahrscheinlich im Video dann darstellen. Also hier wird nichts irgendwie krass dastehen, was euch irgendwie, ich sag jetzt mal, abhanden kommt oder was ihr verpassen könntet. So, und zwar habe ich hier mal alle Charaktere aufgelistet, wie viel Gold die kosten, wie die freigeschaltet werden und die Fertigkeiten, was sie so bieten. Das habe ich deswegen gemacht, weil wir haben jetzt ja schon ein paar Runden gespielt, um genau zu sein, 11 Folgen. Wir sind jetzt ja in Folge 12, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und, es gibt halt natürlich immer noch ganz viel Zeug für uns zu tun. Aber gerade bei Items, finde ich, war es mir wichtig, da mal so eine gesamte Zusammenstellung zu haben. Und vor allem auch zu wissen, was wertet was auf. Klar, man kann es natürlich auch über Trial and Error versuchen, aber gerade bei so vielen Waffen und sowas, wenn wir jetzt mal hier gucken, das einfach zu zählen, wir haben 22 Waffen, wovon 15 aufgewertet werden können. Und jetzt mal rein als Beispiel. Es gibt nur 16 passive Items. Ich hätte jetzt beispielsweise ewig lange versuchen können, wie man die zusammen kombinieren kann. Ja? Und auch so Sachen wie zum Beispiel Pichon, den Vogel da mit dem anderen Vogel, in Verbindung mit den Flügeln zusammen, dass die drei Items in Verbindung sein müssen und die beiden Waffen voll sein müssen, um dann die Verbesserung zu bekommen, das hätte ich halt selber nicht rausgefunden. Und wenn nur mit Glück oder über irgendeine lange Zeit hinweg, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mir das dann Spaß gemacht, das rauszusuchen und ich dachte mir, ey, den Rest machst du auch noch. Jetzt habe ich hier alle Charaktere stehen, die wir jetzt versuchen noch alle freizuschalten, alle mal zu spielen und so weiter. Und ich habe hier alle Waffen auf der Hauptseite, hier in der Infoseite habe ich jetzt alle Waffen aufgeschrieben. Auf der linken Seite, so wie sie halt auch im Wiki aufgelistet sind, plus und dann die Waffe, die wir, oder das Item oder Accessoire, was wir brauchen, um dieses, jenes, welches aufzuwerten. Und manchmal, so wie bei diesen Vögeln oder auch bei den Pistolen, da brauchen wir sogar zwei Gegenstände. Bei den Pistolen oder Vögeln halt einfach das jeweilige andere Waffenteil. Und hier halt die Aufwertungen, wovon wir, ich glaube, gerade mal die Bücher hatten, haben wir die schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Wir hatten auf jeden Fall schon mal hier die Verbesserung vom Zauberstab und vom Feuerstab und von den Messern, glaube ich. Mehr hatten wir noch gar nicht, ne? Oder? Naja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich will ja mal auf AOE gehen, ja? Weil ich finde das immer noch eigentlich eine ganz geile Variante und gerade mit Garlic bist du eigentlich gerade in den ersten paar Wellen relativ safe. Das finde ich halt eigentlich so als generelle Bild fast schon echt mega geil. Als Charakter gefällt mir tatsächlich der Dev am besten. Den habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Aber der zum Beispiel bietet uns eine ganz leckere vorbereitete Waffe. Und zwar eine Verbesserung, die Sense, die von der Axt dann die Verbesserung. Und die Stats von dem, der hat halt einfach übelst viel mehr Leben. 100% schneller und 20% mehr Schaden. Also der ist krass, ja. Der ist krass. So, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen, die ich jetzt irgendwie mal testen möchte. Auf jeden Fall wäre das jetzt so das erste Bild, was ich machen möchte. Natürlich ist das Bild jetzt hier mit dem Dev gar nicht möglich, fällt mir gerade mal so nebenbei auf, weil da gar keine Sense drin ist. Aber die könnte man ja rein theoretisch vielleicht austauschen. Und da sind drei Waffen, die ich noch nie benutzt habe, dran. Egal wie, das sind also Sachen, die würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Und um das auszuprobieren, brauchen wir erstmal ein paar Sachen zum Freischalten. Mitunter zum Beispiel die Pistolen. Die Pistolen kriegen wir, indem wir Pugnala freischalten und Pugnala schalten wir frei, indem wir auf Mad Forest, auf dieser ersten Karte, nach ganz oben rechts zu dieser komischen markierten Stelle mit Fragezeichen gehen, das soll anscheinend ein Sarg sein, den wir dann öffnen müssen und da drin ist dann quasi dann Pugnala freigeschaltet. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir damit dann ein paar Runden überleben und wenn wir das geschafft haben, dann können wir die Pistolen freischalten. Also ein bisschen komplizierter. So, und das machen wir heute.
Gut. Dafür gehen wir erst mit unserem Geld nicht in die Collection. Stehen die eigentlich auch hierbei? Ne, nur not yet found. Okay. So, dann machen wir doch einfach... Ja, die Preise sind alle ziemlich hoch. Recovery, ich glaube, das finde ich ganz gut. So, dann gehen wir. Das ist jetzt die Frage, was tue ich? Ich habe mich keine Ahnung. Also, anbieten würde es sich jetzt tatsächlich erstmal einfach nur mit Forest zu spielen und da oben das Ding zu bekommen. Mein Problem ist, dafür brauche ich halt einfach, ich muss ab Minute 14, haben wir letztes Mal festgestellt, da musst du schon fast eine geupgradete Waffe haben. Sonst bist du ja quasi am Sack. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach Cavallo, weil der schon ein Projektil mit sich bringt. Oder Mortaccio. Beide haben den gleichen Effekt. Das eine ist ein Knochen, das andere ist... Ich würde schon fast den Knochen nehmen. Wir nehmen Mortaccio. Auf Mad Forest. Auf geht's. Guter Hit auf jeden Fall. Klock, klock. Dann gehen wir komplett auf Projektil, würde ich sagen. Gar kein Problem. Ja, Cross halt. Und versuchen die auch aufzuwerten. Weißt du, was wir jetzt dazu machen? Ich nehme mal ganz kurz diese Liste und schiebe mir sie mal darüber, dass ich immer sehe, was ich zum Aufwerten brauche. Da habt ihr jetzt ja prinzipiell erstmal nichts mit zu tun, so. Muss ja nur ich wissen, weißt du? Und ich finde jetzt nur nach 11 Folgen oder so, da kann man sich da ruhig mal aufschreiben, wie das Ganze aussieht. Weil wozu auswendig wissen? Außer wenn da was dazukommt, ist immer ganz schön, das zu sehen dann. So, Rune Tracer, easy. Erst ein bisschen leveln, ne? Ja. Wir müssen ganz viel aufgewertete Waffe haben. Dann können wir auch zum Sarg gehen, vorher nicht. Was das für eine Waffe ist, ist mir prinzipiell eigentlich erstmal egal. So, die nächsten Gegner kommen. Hier fällt einem schon auf, dass man noch weniger Damage macht, als man eigentlich haben möchte. Schwierige Situation. Okay, also Wings brauchen wir für die Vögel. Spellbinder brauchen wir für die Bücher. Attract Orb brauchen wir für Center Water. Was ich echt witzig finde, weil das hatten wir schon ganz oft gehabt, die Kombination, aber nie Center Water fertig anscheinend. Sehr belastend. Was nehme ich denn da? Attract Orb ist eigentlich eine ganz gute Sache immer. Ja. Ja, die Bücher kann man ja vielleicht trotzdem nehmen. Man muss ja nicht nur auf Projektile gehen. Prinzipiell. Außer es geht halt nicht. Wobei, doch, wenn wir nur Projektile kriegen können, nehmen wir nur Projektile, aber... Hoppala. Und da geht's schon los. Mir fehlt leider schon ein bisschen Damage hier. Schwierig. So, nächste Welle. Gut. Ja, Armor ist tatsächlich übrigens für den Rune Tracer. Das ist gut zu wissen, weil dann nehmen wir die mal mit. Weil der Rune Tracer wäre dann die erste Waffe, die ich aufwerten würde. Da liegt Geld. Cool. Ah, das gefällt mir leider gerade nicht ganz so gut hier. Die Stage wäre so gut zum Erfahrung kriegen, aber leider haben wir nichts mit AOE. Ärgerlich. Oh, hoppala. Oh, hoppala. Nee, ich glaube, es wird nichts. Ja, Bone, ne? Apropos Bone. Bone ist übrigens eine der wenigen Waffen, die wir nicht aufwerten können. Da gibt's keine Aufwertung. Das heißt, da sind wir einfach am Arsch. Schade, ne?
Aber so ist es eben. Oh wei. Jetzt ist hier immer halt schon stark. Ich bin jetzt gerade viel zu schwach unterwegs. Jetzt schon. Das ist nicht gut. Okay, wir könnten Garlic nehmen für ein AOE oder King Bible. King Bible bräuchte, wie gesagt, Spell. Ah, weiß ich nicht. Ich finde Garlic schon eigentlich ganz gut wegen dem Knockback auch vor allem, wobei die haben auch Knockback, ne? Ah ne, Resistance to Knockback and Freeze. Das knockt die, glaube ich, back King Bible. Aber die ist halt anfangs ziemlich scheiße. Garlic ist halt anfangs ziemlich stark. Und Garlic braucht halt, wie heißt's? Dieses komische Herz da. Das haben wir auf der Karte ja eh. Das ist ja also gleich mal so schlecht. Da unten ist es ja. Können wir das vielleicht nutzen? Allein zum XP-Farm ist das jetzt gerade ganz schlecht. Wenn wir etwas haben, was jetzt so ein bisschen AOE damit macht. Ton. Hoppala. Ich stecke gerade ohne Schütze ein, das gefällt mir nicht. Egal. Magic Wand bräuchten wir eigentlich wegen. Ja, doch, wegen Projektilen. Oh lol, der lebt noch. Der ist nicht One-Hit. Frech. Dann gehen wir uns mal ganz aus dem Leben hier links. Alles easy. So, Rune Trace auf jeden Fall. Das müssen wir am besten als erstes aufwerten, weil es stark ist. Kurz die Dinger kaputt machen. Nice, das wollte ich haben. Das ist jetzt schlecht. Ja, dann nehme ich Spellbinder. Auch wenn es mir jetzt gerade nicht so viel gebracht hat. Der Run gefällt mir gerade nicht so gut. Projectile Speed wäre gut. Die Bracer sind übrigens für Throwing Knife. Also ich brauche auf jeden Fall noch MT Tome, den Feuerstab und Spinach. Also einen Platz habe ich noch theoretisch. Nehme ich da Bracer für Speed? Oder... Ja, weil Cross braucht halt das Clover. Rune Tracer haben wir schon. Ich mach mal Garlic erstmal. So, kurz Erfahrung einsammeln gehen. Kann man die Blume nicht kaputt machen? Wäre auch mal interessanter. Jetzt gerade können wir eigentlich laufen, weil wir kriegen halt gerade gar nichts getötet hier. Richtig mies. Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten wegen dem Herz wieder, weil das Herz macht uns halt den Garlic besser. Ist eigentlich geschenkt. Oder wir gehen Spinach holen. Kriegen wir wenigstens dann auch Damage durch. Ich hoffe, wir können zusammen gehen Spinach schon. Einen guten Spinat.
toll geworden hier. Überall grüne Viecher. Fresh. Aber merkt auch gerade schon ganz, ganz ordentlich. Ich kriege kaum Level-Ups hier. Nicht so gut. Wie unser großer Freund sich gestorben. Och, miese Sache. Versuchen wir langsam zu bekämpfen, weil jetzt die Blüten da sind, dass eh nur noch die Mäuse kommen. Da hat er den Gegner mich reingeschoben, sehr ärgerlich. Ja, da sieht man es ganz genau, was ich meine. Das ist sau gefährlich, die Stage gerade. So ist okay. Sehr ärgerlich. Ja, das ignorieren wir jetzt mal. Wir gehen einfach mal in die nächste Runde. Ja, das ist jetzt einfach dumm gelaufen. Aus dem gleichen Grund wie fast immer. Die Viecher pushen einen dann. Das tut ein bisschen weh. Alter, wo wirfst du den scheiß Knochen denn hin, Junge? So, komplett jetzt eine der Karte, ey. Starker Hit. Okay, einen noch. Griff. Wo denn? Was tust du denn? So. Ey, es ist nur Müll, ne? Und warum ist mein Stuhl so frech und sagt die ganze Zeit ab, Alter? Scheiß kaputte Druckfeder. Ich glaube, ich muss Center Water, weil ich eh auf Attract Op gehen werde, wahrscheinlich mit einem Item. Dann kann ich das Ding jetzt upgraden, weißt du? Ich glaube, das macht Sinn. Und der Hit Center Water. Jetzt hittet er tatsächlich die Feinde, ne? Ist ja gar nicht random. Lol. Ich dachte immer, es wäre voll random gewesen, das Wasser. Es ist gar nicht. Ja, Rune Tracer. Safe. Okay, der Knochen ist eigentlich sau cool, ne? Aber hier gerade im Moment hier echt schwach. Also als Startwaffe finde ich ihn nicht so gut. Hier zumindest nicht. Wow, das war dumm. Das Dumme ist, im Wasser, das hittet gerade leider da, wo die rauslaufen. Ja, die Stone Mask zum Beispiel ist das unnützeste Item im kompletten Game. Weil das das einzige extra Item ist, was nichts verbessert. Richtiger Müll. Pentagramm macht halt alles kaputt, finde ich auch scheiße. Wobei da finde ich die Aufwertung vielleicht mal ganz interessant sein könnte. Keine Ahnung, was die mich kann. Cross. Ja, gut. Ich will eigentlich keinen Cross haben, tatsächlich. Alter, ich bin gerade in die Fledermaus reingelaufen. Hoppala. Ja, Rune Tracer würde ich sagen zuerst, weil die kann man jetzt aufwerten. Okay, sehr gut. Es sind einige Kills gefallen. Ich kriege auch gerade ganz schön viel Damage, weil ich dumm durch die Gegend laufe. Eigentlich müsste man sowas wie Po anfangen, weil der Knoblauch direkt hat. Nur, dass es AOE gibt. Weil so gefällt mir die ganze Sache irgendwie nicht. Warum denn so viel Scheiße? Ja,
Dann nehmen wir das Knife, weil dann können wir wenigstens mit dem Bracer noch was tun. Ich sehe gerade, unsere Waffen sind ja eigentlich voll scheiße gerade. Oh mein Gott. Wobei, was heißt scheiße, war halt nicht so, wie ich es gerne hätte. Jetzt gerade mal ein ziemlich random Bullshit hier. Randomized Bullshit. Okay. Was brauchen wir? Also auf jeden Fall Armor für den Rune Tracer. Center-Dings hier, Water braucht den Absorber-Dings da, Knochen geht nicht. Cross braucht dann ein Clover. Das hier braucht ein Bracer und der braucht ein Empty Tome. Und das letzte Item wird dann wahrscheinlich Spinach, auch wenn ich keinen Feuerstab habe, was sehr ärgerlich ist. Das heißt also, hier brauchen wir auf jeden Fall Armor. Die schon mal haben für Rune Tracer. Und den sind wir halt eh schon am Arsch. Wir haben jetzt übrigens wohlgemerkt nicht so viel Zeit, um ein aufgewertetes Item zu bekommen. Was ein bisschen belastend ist. Tatsächlich gehen die Kills gerade relativ klar, muss ich sagen. Aber das heißt ja nichts. Wow, wo ich den da weiß. Wollte ich extra auch so rumlaufen. Wie ärgerlich. Ja. Gut. Dann nehmen wir Spinach für mehr Schaden, oder? Ja. Hätte man noch darauf warten können, dass man 6 volle Items hat, um den dann da rechts einzusammeln, aber ich will jetzt nicht auf volle Items achten. Ich will eher darauf achten, was wir überhaupt irgendwie hinkriegen, was zu erreichen hier. Auf der Karte. Rein erfahrungstechnisch geht's ja eigentlich, das ist klar. Ja, wir kriegen aber auch keinen Rune Tracer die ganze Zeit, nur einen Knochen, aber es ist auch nicht schlecht so, ja, das auf keinen Fall, aber könnte ja besser sein. Das muss mich ein bisschen enttäuschen aus hier. Wenigstens gibt es viel XP, die hier rumliegen. Das ist fantastisch. Oh, da ist der Boss. Guten Tag. Mehr Damage. Die Klaustrophobie kickt wieder rein. Rausgehen, bevor wir eingequetscht werden. Als ob er mich gehittet hat. Frech. Oh, das Center-Bot geht richtig gut gerade. Das Ding ist, hier stagniert das jetzt gerade leider alles ein bisschen, weil die zu stark sind. Ist ja immer so irgendwie. Aber wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Zeit in die Erfahrung, als dann die rechts noch überlag. Vielleicht reicht's ja für irgendein kleines Level. Ich hätte gerne nur Rune Tracer eigentlich gerade. In einer Tour, dass wir den aufwerten können. Weil wenn wir eine Sache auf, keine Ahnung, aufgelevelt haben, dann sind wir eigentlich schon stark genug. Okay, pass auf. Auch wenn wir jetzt Attractor nehmen können, wir nehmen Rune Tracer. Weil den will ich jetzt erstmal aufwerten. Und wenn jetzt hier auch noch Rune Tracer drin wäre, wäre das echt fantastisch. Ja, oh, wunderbar. Dankeschön.
Ein Projektil mehr, das ist fantastisch. Das ist ein schön starkes Item. Oh, da sieht man es ganz gut, wenn die durchhitten, viel Damage da rauskommt. Münze. Wow. Das wollte ich schon immer mal haben. Wir brauchen auf jeden Fall wieder was, was wir killen können, weil hier ist gerade echt ein bisschen Erfahrungsstreppe. Oh oh. Das killen wir ja gerade eine Menge, das gibt viel Erfahrung. Aber leider noch nicht genug. Okay, ganz miese Geschichte hier. Alter, das catcht nämlich so ein. Ich sag ja, die Waffen sind scheiße. Also Rune Tracer selber ist eine extrem coole Waffe. Eigentlich sind sie alle einzeln ziemlich cool, nur in der Kombination, wie wir sie haben, sind die Waffen hier echt eine Katastrophe. Na gut, das war eine ziemlich miese Runde, bin ich ehrlich dir. Aber, zumindest für die Erklärung war so gut die Folge. Beim nächsten Mal gehen wir dann am besten, ich glaube, wieder mit irgendwas mit AOE am Anfang rein, weil sonst sind wir einfach am Sack. Dann bis zum nächsten Mal, ciao.